Ähnlich dramatisch und kontrastreich geht es jetzt mit dem nächsten Bild weiter. Ferdinand Keller malt 1880 Hero und Leander. Eine ähnlich große Version hängt in der Karlsruher Kunsthalle und entstand aber 5 Jahre früher. Und beide Werke könnte man gewissermaßen als Vorstudien ansehen, denn er schuf 1880, also im Jahr unseres Werks, für die Wiener Kunstakademie ein Monumentalgemälde zum gleichen Thema. Dargestellt ist eine Geschichte aus Ovids Heldinnenbriefen. Wir sehen das Liebespaar Hero und Leander. Hero, hochaufragend, die Vertikale betont, ist Priesterin der Aphrodite und wohnt auf der, wird gesagt, griechischen Seite oder europäischen Seite des Hellespons, der sogenannten Dardanellen, also der Meerenge zwischen Europa und Asien, in der Nähe des heutigen Istanbuls. Und Leander wohnte oder lebte damals in der antiken Sage nach, auf der kleinasiatischen, also heute türkischen Seite. Da die Liebe ja verboten war, weil sie ja Priesterin einer Göttin war, konnten sich beide nur nachts sehen. Also durchschwamm Leander den Hellespont nächtlich über Jahre hinweg, und ein Licht, das die Priesterin an einem Turm entzündete, wies gewissermaßen als Leuchtturm dem Jüngling Leander den Weg eben zum richtigen Ufer. Doch eines Nachts zog ein Sturm auf und Leander verirrte sich, weil das Licht des Leuchtturms erlosch und ertrank tragischerweise. Und genau dieser dramatische Moment der Entdeckung am nächsten Morgen des toten Leander durch Hero hielt Keller in diesem Bild fest. Wie gesagt, schon dramatisch auch der Farbkontrast, ein hell-dunkel, die stürmische See tobt noch, auch die dunklen Wolken im Hintergrund versinnbildlichen eben auch diese stürmische Nacht, die jetzt langsam ausklingt, auch die Möwen, die den Leichnam, diesen blassen Leichnam, der Christus gleich, also einer Grablegung Christi, in der Motivik nahe kommt, betont auch nochmal diese wild umspülten Leichnam, der am Strand liegt, auch diese Wellengischt im Hintergrund deutet darauf hin, und die Verzweiflung und das Entsetzen ist in Leanders Gesicht wirklich buchstäblich zu sehen und zu greifen. Der Wind bauscht ihr tiefrotes Gewand auf, die schwarzen Haare sind vom Wind zerzaust und sie klammert sich auch entsetzt und hat auch wahrscheinlich noch aufgrund der stürmischen See an den Felsen. Und dass dieser Geschichte, dieses Drama kein gutes Ende nimmt, wird der Erzählung nach eben stürzt sich die Priesterin oder die Hero von diesem besagten Leuchtturm in den Freitod. Also können wir hier die hochaufragende Gestalt der Hero als Heldin, als tragische Heldin leider hier greifen. Genau.